Ja, ihr seht schon, hier ist relativ viel los, mehr als in so einer riesigen 20-köpfigen Familie. Warum? Naja, wir sind hier ganz nah am Flughafen in München und hinter mir ist eine sogenannte Performance-Strecke. Was passiert hier? Ähnlich wie eine große Familie erweitert der spanische Performance-Hersteller, der so ganz knapp an der Tür vom Audi kratzen will, seine Modellfamilie, und zwar mit dem ersten eigens entwickelten Cupra, mit dem Cupra Formentor. Da steht er. Wollt ihr also alles zu diesem Auto wissen, dann bleibt jetzt dran, vielleicht in aller Kürze. 310 PS in 4,9 Sekunden auf 100. Wir haben ihn euch bereits statisch vorgestellt und jetzt wird endlich gefahren, geballert, der Sound gezeigt, Launch Control gemacht, eben alles, was euch interessiert. Hier seid ihr gelandet bei dem Autotester, der eures Vertrauens, der keine Kinder hat, wahrscheinlich nicht in der Lage dazu ist, eine Großfamilie zu zeugen. Was ich allerdings kann, ist euch dieses Auto zu präsentieren. Kommt mit. Ja, und erstmal findet ihr uns auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Hier seid ihr gelandet. Natürlich auf YouTube. Macht die Glocke an, abonniert uns, macht euch froh. Macht es einfach, das ist eine gute Sache. Und falls der euch zu teuer sein sollt, den es ja nicht nur als reinen Benziner gibt, sondern eben auch als Plug-in-Hybriden, wo es eine hohe Förderung gibt, haben wir einen Leasingpartner, eine Vergleichsplattform an der Hand. Die sind, glaube ich, auch ganz fleißig am Nachwuchszeugen, genau wie Cupra. Das ist GoLeasy. Das ist eben, naja, eine Suchmaschine, die vergleicht unter etablierten Leasing-Anbietern, wie Leasingmarkt, wie Vehiculum, und sucht den garantiert besten GoLeasy-Preis. Unter GoLeasy/Autotester findet er genau den oder den oder den oder den. Und jetzt geht es auch los mit der Historie. Und erstmal waren viele so ein bisschen verwundert, weil sie haben gesagt, Mensch, Seat, das funktioniert so gut, und die Seat Cupras, die waren so beliebt und damals die Top-Motorisierung. Warum zur Hölle will Seat jetzt mit Cupra 2018 eine eigene Marke für die performanten Modelle machen? Inzwischen ist es klar, man will da so ein bisschen an der Tür eben vom Audi klopfen, was die Sportlichkeit angeht. Ich glaube, Porsche will man nicht erreichen, aber das ist schon ein sehr knackiges, sehr kupferlastiges, sehr modernes Konzept, was nicht nur mir gefällt, sondern eben auch Jesse, die ganz bestimmt jetzt in diesem Moment lacht. Und ja, dann 2019 wurde hier für den Formentor das Konzept vorgestellt. Ich habe den schon gesehen und habe gedacht, ist es jetzt ein SUV, ist es ein CUV, also ein sogenannter Crossover, was ist es überhaupt? Ich weiß es nicht, ich finde es aber schweinegeil und ich würde es irgendwie gern vorstellen. Und dann hat Cupra angerufen 2020, so mitten in der Corona-Zeit, und hat gesagt, ja, wolle nach Frankfurt kommen, neue Cupra Formentor vorstellen. Und ich habe gesagt, ja, habe ich gemacht, hat Jesse gemacht, wir haben euch also schon alles Statische gezeigt, deswegen machen wir das heute ein bisschen kürzer. Wir wollen ein bisschen mehr fahren und ein bisschen mehr Sound hören, ein bisschen mehr Launch Control machen, und da hinten auf der Performance-Strecke soll sich das eigentlich ganz gut eignen, aus meiner Sicht. Ja, und dann ist es natürlich in diesem VW-Konzern so ein bisschen eine Hausnummer, ne? Weil jetzt kann man sagen, okay, es ist der erste eigenentwickelte Cupra und das stimmt auch ganz bestimmt, aber auf der anderen Seite kann man sagen, es ist halt ein MQB-Jüngling, ein modularer Querbaukasten, Spross, genauso wie der Tiguan, genauso wie der Ateca. Andere sagen, das ist hier ein Zwitter aus Audi Q3 und Tiguan R zum Beispiel. Aber ganz im Ernst, wenn meine Eltern Q3 und Tiguan R heißen, dann bin ich, glaube ich, auch relativ glücklich. Ich kann sagen, dass dieses performante Wettbewerbsumfeld um dieses Modell mit dem Tiguan R, mit dem T-Roc R und wie sie alle heißen, relativ stark besetzt ist. Wir haben natürlich auch den Q3 als Sport
Outback als Performance-Version. Wir haben noch einen Cupra Ateca, den gibt es übrigens auch noch. Ne? Also, da gibt es echt schon eine ganze Menge. Skoda hat dem Karoq jetzt keine Performance-Version beschert. Der Kodiaq hat dann wieder einen, aber der ist auch eine Nummer größer. Und dann haben wir natürlich auch noch externe, nicht VAG-Produkte. Wenn man jetzt hier über die Optik spricht, dann ist das bestimmt die USP von dem Auto, weil der ist 4,45 Meter lang, 1,84 Meter breit, 1,51 Meter hoch und damit genau in dem Ausmaß von dem, was die Leute zurzeit wollen. Ich finde es immer Quatsch, halt ein Auto CUV zu nennen. Für mich ist es ein SUV, ein bisschen flacher, aber okay, nennt ihn, wie ihr wollt. Ich weiß, dass der 9 Farben hat. Ich weiß, dass 2 davon matt sind und ich weiß, dass wir eine matte davon haben, nämlich das Petrolblau hier drauf, was ich mega geil finde. Im Studio hatten wir die graue Mattlackierung. Und was ich jetzt sagen kann, ist, dass der von vorne bellissima ist. Warum eigentlich? Naja, wir haben hier erstmal dieses kupferfarbene Cupra-Logo, wo ich mit Jesse immer drum streite, ist das jetzt männlich, weiblich, es ist auf jeden Fall in so einem Carbon-Look unterlegt. Die Front hier vorne ist sehr zerklüftet, Nebelscheinwerfer haben wir hier unten und das sieht sehr sportlich aus mit dieser Lippe, mit diesem Winglet, was wir hier haben, mit dem großen Lufteinlass. Das ist schon sehr, sehr durchdacht und wenn man darüber spricht, was Cupra einfach gut macht optisch, dann muss man sich hier die LED-Leuchten anschauen. Das Tagfahrlicht hier, das ist halt ein mega moderner Look. Wir haben hier auch so eine Ausformung, die ich sehr schön finde. Ähnlich wie beim neuen Leon. Ich freue mich heute auch übrigens, euch den Cupra Leon vorstellen zu dürfen als Fünftürer und als Coupé. Und jetzt bin ich hier im Profil. Und das Schönste vom Auto ist, wie ich finde, die Linienführung, die matte Lackierung, die Lackierung auch um die Radhäuser im Schweller bis nach hinten. Mega geil. Dann haben wir die Farbe hier, dieses andere Grau, um die Radhäuser auch hier im Spiegel, findet sich wieder. Und dann hat dieses Auto hier immer 19 Zöller. Ich habe den gestern mal durchkonfiguriert und habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich den nicht vielleicht auch ganz cool fände. Ja, und dann hier unten 19 Zöller und da haben wir eben die Version von mit den kupferfarbenen Inlays, was ich ganz cool finde, aber wie gesagt, über Geschmack lässt sich streiten und wir haben hier die 18 Zoll Brembo Bremse, die extra kostet, die ist optional, auch kupferfarbene Bremsbacke, mega geil. Und an der Stelle erkläre ich euch immer, naja, was kann dieses Auto im Bereich Performance. Und jetzt hat das was, was viele andere VAG-Produkte auch haben. Eine Progressivlenkung vorne zum Beispiel, ein DCC, also ein adaptives Stahlfahrwerk. Und dann hat Cupra gedacht, nee, dem müssen wir jetzt schon ein bisschen mehr geben. Ein bisschen was ist doch noch drin. Also gibt es ein Sperrdifferential für die Hinterachs und damit soll er ganz gut auf der Straße liegen. Schwarze Dachreling, schwarze Fensterumrandung, hinten abgedunkelte Scheiben. Oben Panoramadach gehört irgendwie zum guten Ton. Und jetzt kommen wir zu der für mich Schokoladenseite von unserem Cupra, nämlich dem Heck. Jetzt kennen wir schon aus dem Leon zum Beispiel optional oder ab der FR-Line serienmäßig dieses durchgezogene Lichtband hier, was ich geil finde. Formentor steht auch in den Rückleuchten drin. Schaut mal hier rein. Das ist schon sehr, sehr sexy gemacht, muss ich euch ehrlich sagen. Und dann haben wir hier unten so einen Diffusor, der so hochgezogen ist. Doppelte Auspuff. Endrohre hier, die blenden mega geil, also ja, wird einfach mal sagen, Cupra hat sein Versprechen erfüllt, keine kalten zu machen, sondern echte. Und dann steht hier Cupra drauf in großen Lettern. Hier haben wir eben dieses kupferfarbene Zeichen, kleiner, relativ dezenter Dachkantenspoiler. Also das Heck ist sehr schön, wie ich finde, auch die Zweifarbigkeit, aber jetzt machen wir mal den Kofferraum auf und warum auch immer muss ich hier drauf drücken, dass der aufgeht und dann mache ich den hier auf, er fährt auf. Und jetzt ist natürlich eine große Frage, ja, wie viel fasst er denn? Das sind 420 bis knapp 1500 Liter und das ist halt eine ganze Menge. Jetzt schaut mal hier rein, wie schön das alles gemacht ist. Hier haben wir die Reserveradmulde, in der Seite haben wir ein bisschen Platz. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wenn ich in Ikea fahre, Jan, bekomme ich mein Billigregal da rein? Das hier können wir natürlich auch easy wegmachen und ich denke schon, keine Ladekante, mega, mega geil, aus meiner Sicht einfach. Aber ihr sagt, Jan, das sind alles Dinge, die hast du uns schon im Studio erzählt und im Studio hat das Auto wirklich nicht besonders gut geklungen. Das war ein Vorserienmodell, das ist jetzt
sehr nah an der Serie. Deswegen würde ich sagen, ihr bleibt mal da stehen, ich spring rein und zeige euch den Sound und dann sprechen wir drüber. Und, wie war es? Besser? Seid ihr ein bisschen beruhigt vielleicht? Ich hoffe ja. Otto-Partikelfilter, neue Abgas- bzw. Soundvorschriften machen ja uns Automobilfreaks das Leben halt natürlich auch nicht unbedingt leichter. Aber wer euch das Leben leichter machen will, das bin ja ich. Das ist mein Job, ne? Deshalb erkläre ich euch jetzt was über den Motor. Das ist ein 2 Liter Vierzylindermotor und das ist eine Wunderwaffe im Konzern. Die gibt es in vielen Ausbaustufen, in vielen Modellen. Von Golf GTI bis Performance bis Tiguan R. Und viele sagen, das ist halt der Motor, der jetzt im Tiguan R zum Beispiel auch drin ist. Was ich euch eigentlich nur sagen will, ist, das ist eben der 2 Liter Vierzylinder mit 310 PS. Jetzt ist dieses Auto vom Gewicht her relativ durchschnittlich, wiegt 1,7 Tonnen. Aber der hat halt 400 Newtonmeter Drehmoment. Und das Interessante natürlich an dem Auto ist, der hat einen Allradantrieb. Ja? Und damit beschleunigt er via 7-Gang DSG, eine Handschaltung gibt es da drin nicht, in schlappen 4,9 Sekunden auf 100, wird 250 km/h schnell und hat einen Normverbrauch von 7,7 Litern. Der reine Verbrenner ist jedenfalls die Veloce-Version. Ich habe es nachgeguckt, das ist das Spanische und heißt auf Deutsch so viele wie schnell. Aber wir Deutschen sind ja nicht immer nur an Schnelligkeit interessiert, sondern manchmal auch sehr rationale Menschen, die sagen, ich will etwas sparen. Und da haben wir in Deutschland zwischen 6.000 und 7.000 Euro Förderung für Plug-in-Hybride. Wissen auch die Hersteller, deswegen bietet Seat im Formentor auch einen Plug-in-Hybriden an. Der kommt in Verbindung mit einem 1,4 Liter TSI, also Benziner und einem Elektromotor. Der Benziner hat 150 PS, der Elektromotor hat 115 PS insgesamt. Und die Daten kann man nicht einfach addieren, ergibt es 245 PS. Ein 13 Kilowattstunden fassender Akku ist da unten drin. Ja, und der beschleunigt dann, weiß ich nicht, auf 100 und ich weiß auch nicht, wie schnell er wird. Ich weiß nur, dass er zwischen 50 und 60 Kilometer Reichweite hat und ich weiß auch nicht, wann er kommt. Ich vermute, vielleicht noch dieses Jahr, Anfang nächstes Jahr, aber ich kann nur mutmaßen. Jetzt ist es hier natürlich ein Auto, was man sich kauft, wenn man eine Familie hat oder zumindest einen gehobenen Anspruch an Platz. Und deswegen zwänge ich mich mal da hinten rein und schau mal, wie viel davon da ist. Ja, mega, oder? Ich stehe nicht mit dem Kopf an der Decke an, trotz der eher geringen Höhe. Wir haben hier wunderschöne Ledersitze, das ist hier das Lederpaket. Wunderschöne kupferfarbene Ziernähte, klar, kleine Fenster hier hinten, auch Plastik in der Tür. Aber das ist alles sehr schön gemacht, wenn ihr euch das anschaut. Zwei USB-C-Stecker hier, sehr modern. Ich kann die Rückbank auch nicht in der Neigung verstellen, aber was ich machen kann, ist eine Armauflage hier rausfahren und ich habe eine Durchreiche eben fürs Skifahren, was sehr gut ist. Oder ich kann natürlich den Sitz hier auch einzeln einfach umklappen, was mega ist. Da vorne seht ihr schon die Sportschalensitze, die auch sehr, sehr schön sind. Ja, aber soweit habe ich euch ja schon einiges gezeigt, genauso wie hier dieses dimmbare, touchempfindliche Licht. Das wir allerdings jetzt machen wollen.
Und was schade wäre, da hinten ist eine Performance-Strecke, die muss ich euch zeigen. Ihr müsst euch nur noch ein bisschen gedulden. Wir sprechen über den Innenraum und dann wird geballert. Kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum. Gott, habe ich eine Sturmfrisur. Und ich erkläre euch jetzt mal, was der kann. Wir haben es ja schon im Studio gesehen. Aber wie der ausgeformt ist, ist doch beeindruckend, weil, naja, überall ist es schwarz. Wir haben hier vorne wunderschön verarbeitetes Leder. So ein gebürstetes, dunkles Alu hier vorne in der Tür. Kupferelemente. Hier nochmal so ein dunkles Zierelement drin. Das Lenkrad ist ja mega geil. Kupfer hier auf dem Pralltopf. Satellitentasten drauf. Hier Gangwallhebel für die 7-Gang DSG hier drin. Und dann haben wir hier natürlich meine Verbindung mit der Veloce, ist hier dieser Sportschalensitz aus Leder mit dem Cupra-Zeichen im Nacken, ja, mit Kupferzierelementen drin, mit so einem Loch da drin. Das ist ein toller Sitz, Cupra Fußmatten hier drin. Das gefällt mir schon sehr gut. Hier auch Lüftungsdüsen mit Kupfer drumherum. Das sieht wirklich schweinemodern aus. Ich fühle mich hier wirklich wohl. Die Architektur ist sehr clean. Der Mitteltunnel hier, schön belegter Schlüssel, passt hier schön rein. Das verjüngt sich. Da bekommt man Münzen rein. Hier den Quickshifter haben wir hier, den man jetzt kennt. Den finden manche gut, manche schlecht. Wir haben hier die Möglichkeit, ich habe jetzt kein Handy da, aber das Auto hier, beziehungsweise das Handy im Auto induktiv zu laden. Ja, das ist schon wirklich gut, ne? Und jetzt sprechen wir über das Lenkrad. Also erstmal links, da ist die Steuerung fürs Licht außen. Das kommt einem bekannt vor aus den neuen Golf-Modellen, Leon-Modellen. Und das ist sehr gut. Lenkrad hier, perforiert das Leder in der Grifffläche. Und dann haben wir links, ja, für die Fahrmodi einen Knopf, rechts, um das Auto anzulassen. Und in der Mitte haben wir hier ein 10,25 Zoll großes digitales Cockpit. Da haben wir eine View-Taste, wie bei Audi drauf. Und wir haben hier diese Satellitentasten, so heißen die, wo man das durchspielen kann. Hier ein G-Kraftmesser, das Radio hier drin, ein Kompass ist hier. Man kann das in der Mitte dann mit den Assistenten sich anzeigen lassen, Side Assist, Outpark Assist, Front Assist, was wir hier alles haben, ACC. Und man kann auf der linken Seite dann auch nochmal hin, Sprachsteuerung haben wir hier drin, Lenkradheizung. Wenn ich sage holla holla. Was möchten Sie tun? Mir ist warm. Gern, es wird gleich kühler. Dann versteht dieses Auto mich besser als meine Freundin, was cool ist. Also, digitales Cockpit da vorne ist großartig, immer 10,25 Zoll. Noch großartiger ist aber dieses aufgesetzte 12 Zoll große Infotainment für mich. Man braucht zugegebenermaßen ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt. Mein Vater hat da Probleme mit. Dann haben wir allerdings hier ja so eine Shortwarlist, ein Homescreen, wo wir uns alles reinziehen können. Das lässt sich auch dann flexibel belegen, wie wir das wollen. Schaut mal hier allein die Klimatisierung, wenn man sich das anschaut, wie das gemacht ist, finde ich das mega. Man kann allerdings, wenn einem das zu doof ist, hallo Papa, ne? Guck mal hier, noch die einzelnen Kacheln sich anzeigen lassen und dann haben wir hier alles zum Fahrzeug. Die Assistenten, seht ihr hier, ESC, Start, Stopp, Bergabfahrhilfe, Verkehrszeichenerkennung, Side Assist, Müdigkeit, Front Assist. Also da ist wirklich schweineviel drin. Und dann gibt es die Drive-Profile. Komfort, Sport, Cupra, die Performance-Version, Individual Offroad. Konfiguration sieht man, DCC, also das adaptive Fahrwerk. In ganz vielen Stufen können wir es verstellen. Wir können Allrad verstellen, Lenk von Komfort zu Sport, die Lenkung von Komfort, Cupra, Sport, Motor, Motorsound können wir verstellen, ACC, Klimatisierung, keine Sorge, das bleibt nicht dabei. Ja, das Ambiente-Licht kennt ihr hier drin, haben wir gezeigt, mit tausenden Farben. Das ist schon wirklich großartig aus meiner Sicht. Nochmal draufdrücken, Full-Link, Apple CarPlay, Android Auto haben wir. Daten zum Auto, Fahrdaten haben wir hier oben dann. Moment. Fahrdaten ist ja auch immer ganz interessant. Durchschnittsverbrauch, Langzeit, abtanken. Und hier unten kommen wir dann direkt zu den wichtigen Dingen im Auto. Haben hier nochmal so eine Shortwahllist, die wir uns dann auch belegen können. Da können wir dann zum Beispiel die Einstellungen reinmachen. Hier geht es wieder zurück. Also ich komme mit diesem System wunderbar klar. Wir haben ja auch einen Store und ich finde das richtig gut. Aber ehrlicherweise, das haben wir euch alle schon im Studio gezeigt. Was wir jetzt machen wollen,
ist Farm. Da freue ich mich schon ewig lang drauf. Interessant ist hier auch, können wir das ESC ausstellen. Parkpiepser haben wir hier und jetzt lassen wir den erstmal an. Und wie bei einem R8 zum Beispiel geht dieses Auto hier vorne an. Ne? Rückfahrkamera können wir euch auch mal kurz zeigen, vielleicht noch. Glas klar, hätte da jetzt auch nicht anders erwartet. Ne? Machen wir da P rein. Ich bin mal kurz ruhig, weil ich spiele mal die Fahrmodi durch. Im Cupra-Modus auf einmal brobbelt alles, ist natürlich großartig. Und ja, was wir jetzt machen wollen, ist, die Cupra-Jungs haben uns hier so eine Performance-Strecke aufgebaut. Und ich fahre jetzt mal drauf, muss noch kurz checken, ob wir das auch dürfen. Und dann werden wir einen Launch-Control machen, wenn Chassis sich angeschnallt hat. Ja, Chassis hat sich angeschnallt, also können wir losfahren. Dafür machen wir das ESC hier auf Sport. Ja, ich drücke die Bremse, gehe aufs Gas und gehe dann von der Bremse runter. Alter, ja, so schnell beschleunigt er durch auf 104,9 Sekunden mit einem Sound, der einem so ein bisschen das Fürchten lehren will. Das finde ich großartig. Hier Lenkrad ist nicht ganz gut eingestellt. Das mache ich jetzt mal noch schnell. Den Blinker angemacht. So, so passt er mir. Das Sperrdifferenzial hinten ist für eine mögliche höhere Motorisierung vorgesehen. Es könnte in diesem Auto ja theoretisch auch ein Fünfzylinder kommen, den man zum Beispiel so aus dem RS3 kennt. Und wenn ihr jetzt mal guckt, wie der hier mit seinem Allradantrieb auf der Straße klebt, ist das natürlich großartig. Schaut mal hier schnell in eine Kurve rein, überhaupt kein Problem. Mein Eindruck ist, dass ihr die Last von vorne nach hinten noch ein bisschen schneller verteilen könnt. Aber mit diesem Gewicht und dem dann doch relativ niedrigen Schwerpunkt, der ein bisschen niedriger ist als den meisten anderen SUVs, ist das schon aus meiner Sicht richtig gut. Richtig hohe Kurvengeschwindigkeiten sind möglich. Die Progressivlenkung macht einen tollen Job über das 7-Gang-DSG im VW-Konzern. Ehrlicherweise muss man ja sowieso nicht so viel erzählen. Wirklich solide. Das ist ein richtig, richtig toller Sound, würde ich einfach mal sagen. Jetzt drehen wir natürlich die nächste Runde, weil ihr freut euch schon die ganze Zeit aufs Fahren. Wir haben Launch Control gemacht und ich würde sagen, wir machen noch mal einen. Also. Oh. Überhaupt kein Problem, wie der nach vorne geht. Das ist großartig. ESC machen wir mal wieder rein, aus Sicherheitsgründen. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, was halte ich von diesem Auto? Weil viele werden wahrscheinlich überlegen, den Leon flacher, den höher. Und ja, vielleicht gebe ich im Leerlauf noch mal ein bisschen Gas hier. Mach mal P. Der klingt schon echt ganz gut. Und ich würde sagen, ihr würdet es nicht glauben, aber ihr merkt bei dem Auto fast gar nicht, dass der so hoch ist. Ich gebe jetzt nochmal Gas. Unglaublich. Unglaublich, wie der nach vorne geht. Unglaublich, wie er klingt. Und unglaublich vielleicht auch, dass diese Fahrzeugklasse irgendwann die flacheren Sportwagen bzw. Kompaktsportwagen wahrscheinlich ersetzen wird. Aber jetzt ist es natürlich schwer für mich, weil ihr wisst ja, ich bin, naja, ein Fahrverrückter. Was wir jetzt machen wollen ist, ich schalte mal hier in, naja, gucken wir es uns doch einfach mal hier an. Fahrzeug, Fahrprofil, in den Komfortmodus. Und was verändert sich jetzt? Naja, die Gasannahme vom Motor wird zurückhaltender. Die Federung wird ein bisschen weicher. Die Lenkung wird nicht mehr, also die Progressivlenkung hier drin wird nicht mehr ganz so direkt. Und wir haben ein Auto, mit dem man wunderbar auf der Autobahn fahren kann. 250 km/h werden wir da schnell, da ist er abgeregelt. Ich denke, er wird vielleicht theoretisch noch ein bisschen mehr schaffen. Dann ist es ein tolles Auto. 7,7 Liter Normverbrauch. Wir haben es mit 8 geschafft, haben aber auch mal dann tatsächlich ja, bis 10 Liter gebraucht, wenn wir wirklich schnell gefahren sind. Aber ehrlicherweise gibt es ja auch nochmal den normalen Sportmodus. Da schalte ich rein. Hier haben wir auch Infos dazu, was dann sich verändert. Und wenn man jetzt hier durchbeschleunigt,
dann klebt der so mega giftig am Gas, dass man eigentlich gar nicht glauben will, dass es nur ein 2 Liter Vierzylinder ist. Das ist schon krass, was man da ingenieursmäßig inzwischen aus den Autos rausquetscht. Die Sitze geben tollen Seitenhalt. Der Sound ist nicht zu laut, nicht zu leise. Aber ich wäre ja kein richtiger Autofreak, wenn ich nicht den Cupra-Modus bevorzugen würde und hier mit dem echt viel Spaß habe. Das ist ja Wahnsinn, wie der klebt. Und wenn Chassis nicht hinten drin rumfallen wird ohne Ende und wahrscheinlich gleich kotzen wird und ich wahrscheinlich auch gleich richtig Ärger von ihr bekomme, würde ich das hier liebend gern den ganzen Tag machen, weil das macht einfach Schweine viel Spaß. Hört euch das mal an, Zwischengas, Probbeln, boah, toller Sound, toller Sound. Und ehrlicherweise haben wir den RSQ3 zum Beispiel ja auch in unserem Test gehabt und so viel schlechter ist dieses Modell hier nicht. Und den vielleicht noch mit dem Fünfzylinder wäre großartig. Für den Alltag vielleicht den hier als Plug-in-Hybriden ist großartig. Ich bin mega gespannt jetzt übrigens nachher auch noch auf die Leons. Ich bedanke mich für die Mitfahrt und ja, jetzt zauber ich euch ein Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit. Hier steht schon der Leon als Fünftürer. Der Kombi ist auch da, die ST-Version. Ich bin sehr gespannt, wie die sich fahren. Ich verlinke euch auch die Videos. Aber jetzt geht es natürlich erstmal drum, was halte ich vom Formentor? Erstmal Formentor. Woher kommt der Name? Das ist so ein Landstreifen auf Mallorca. Kann ich euch erstmal sagen, normalerweise hätte dieses Modell wo vorgestellt werden sollen? Auf Mallorca. Jetzt sind wir hier in München am Flughafen, da ist die Performance-Strecke, da hinten stehen die anderen Autos und es ist hier alles ein bisschen hektisch, wie in der Großfamilie, schlagen sich die Leute um die Autos, gib mir den Formentor, nein, ich will lieber den Leon, nein, ich will lieber den Kombi und am Schluss haben sich dann doch wieder alle lieb, wie es eben in so einer Familie ist. Aber jetzt geht es euch natürlich drum. Jan, sag mal, soll ich einen Leon ST nehmen, den Formentor? Soll ich vielleicht einen Cupra ATK nehmen? Was hältst du jetzt von dem? Also erstmal ist es ja der erste eigens entwickelte Cupra. Und dann kann ich sagen, der verbindet halt viel von dem, was nützlich ist. Er ist nicht zu hoch, er hat nicht zu einen hohen Schwerpunkt. Er hat relativ gute Platzverhältnisse hier drin. Er sieht unglaublich schick aus meiner Sicht. Er ist cool. Er hat richtig gute Leistungswerte, er verbraucht nicht zu viel, es wird ihn in Zukunft auch als Plug-in-Hybriden geben. Und da stelle ich mir die Frage, was will man denn mehr? Ich habe gestern Nacht echt mal wieder richtig Spaß gehabt im Konfigurator, das war auch nicht richtig kompliziert. Es gibt zuerst dieses Auto ab Oktober 2020, das ist genau jetzt. Als First Edition, da beginnt er ja bei knapp 44.000 Euro. Ich glaube, das sind 43.950 oder 56 Euro. Ist ein bisschen kompliziert mit der neuen deutschen Mehrwertsteuer. Und so wie er hier steht mit der ganzen Sonderausstattung, mit den Brembo-Bremsen, mit dem Lederpaket innen, ja, da liegt dieses Auto halt bei etwa 52.000 Euro. Und ich finde, für die Kohle bekommt ihr bei Cupra richtig viel Auto. Wenn er dann den Plug-in-Hybrid nimmt, bekommt er noch eine richtig große Förderung, bekommt er ja eine 0,5% Dienstwagenbesteuerung, bekommt er, glaube ich, zwischen 6.000 und 7.000 Euro zurück. Falls euch das Auto dann allerdings trotzdem noch zu teuer sein sollte, ja, da haben wir eine Leasing-Vergleichsplattform an der Hand mit GoLeasy. Die wollen, glaube ich, auch Nachwuchs jetzt ganz bestimmt oder haben schon welchen? Habt ihr welchen? Ich weiß nicht. Das ist eine Leasing-Vergleichsplattform. Unter GoLeasy/Autotester findet ihr genau den. Die machen euch das Leben einfach. Die bringen euch zwar keine Kondome für die Verhütung, die sorgen dafür, dass ihr nicht selbst vergleichen müsst. Gebt also einfach dieses Modell da ein oder drückt auf den Link und dann findet ihr den garantiert besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr allerdings beim garantiert besten Autotester eures Vertrauens, der immer verhütet. Ich habe noch nie was anderes gemacht. Ja, ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Denkt an Verhütung. Denkt über dieses Auto vielleicht nach. Und bis bald.